Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Und ja, nach dem Fail in der letzten Folge habe ich mir gedacht, wir probieren es nochmal. Und dieses Mal mit einem etwas anderen Gefährt. Und zwar haben wir heute mal einen Solobus. Und wir fahren den ersten Abschnitt der Linie hier. Zack, ich gehe rein. Und fahren wir mal los, ne? Das Einzige, was mich an dem ein bisschen stört, dass der die Berliner Türstörung hat. Da bin ich so ein großer Fan von, aber nein. Was soll's. Und schlechte Bremsen hat er. Leck mir am Arsch. So, Tür ist offen. Abfahrt ist 4.55 Uhr. Ups, das wollte ich nicht. Sondern 4 Uhr, machen wir mal 4.53 Uhr, ne? Ah, da kommt es. Sehr schön. Guten Tag. Hallo. Morgen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Hier. Ach, hat sogar eine Kassenansicht da. Sehr gut. Zack, 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 zack. Tür zu. Gut. Fahren wir los. Hoppala. Ich will immer so weit ausscheren, aber das soll man gar nicht. So, wir haben grün. Nächste Haltestelle, Rotinger Straße. So. Wird langsam auch hell. Perfekt angehalten hier, ne? So muss das sein. Bundesberg U-Bahnhof. Schauen wir mal, ob wir diesmal hinkommen, weil wir müssen nämlich links abbiegen. Hier ist der, gut, sieht man es nicht wegen dem scheiß Benz da vorne, aber ein bisschen, wärmer hier, so. Was ist eigentlich das hier? Das sieht irgendwie nichts. Ah, Klima kann man machen hier. Okay, brauchen wir aber nicht. Ja gut, was haben wir hier noch? Sonst haben wir hier dunkle Sperre. Oh. Okay, damit können wir die Tür aufmachen, alles klar. Wenn wir das möchten, aber... So. Und ich habe ja eine kleine Aufnahmepause gemacht, also das Problem für die fehlenden Splines, die habe ich jetzt nicht gefunden. Dummerweise. Die wieder aus hier. Ach, wurscht. Lassen wir einfach mal an. Muss dann eine Richtigkeit haben, ne? Und deshalb haben wir jetzt immer diese komischen weißen Flecken drin, aber... Wow. Das ist eine echt schlechte Bremse in dem Bus. Vater. Ich mag den trotzdem. Ich mag Solaris eigentlich ganz gerne. Kann ich ganz gerne leiden. Was vielleicht auch darin liegt, dass es irgendwie mein Schulbus-mäßig ist. Also. Entschuldigung. Also mit Solaris, das Solaris mag ich echt gerne. Ich habe auch eine Mod eigentlich installiert, die wenn der es ein paar mehr Variationen gibt, ich würde eigentlich heute mit einem Dreitürer fahren. Ging aber leider nicht so gut, weil der Sound war nicht ganz da. Den muss ich vielleicht auch mal bei Gelegenheit mal fixen, ne? Dann hatten wir nämlich auch einen Ubino 10 und sowas und Ubino 15 und das wäre natürlich schon ganz geil. Natürlich die Dreitürer-Variante von dem Kollegen hier. Mit endlich mal richtigen Türknöpfen. Ja. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Jetzt geben wir ein bisschen Gas hier auf der Rheinbrücke. Das zieht aber ordentlich weg. Hui. Allerdings habe ich nicht vergessen, dass der kein Bremsen hat, der Dinge, also von dem her muss ich ein bisschen vorsichtig sein, also was das betrifft.
Da ist nämlich schon die Haltestelle, also von dem her. Hier, wir haben einen Fahrgast, gut, natürlich an. Hallo. So, fahren wir wieder weiter. Jo. Perfekt. Nächste Haltestelle. Wehrstraße. Okay. Ich vermisse irgendwie meinen Ibis hier so. Das finde ich immer so blöd, dass es bei dem Bus nicht so der Fall ist. Aber nein, was willst du machen? Perfekt angehalten, ne? Hallo! Hallo! Guten Morgen! So. War ich hier irgendwo ein Temperaturanzeiger? Ich glaube nicht, ne? Naja, wurscht. Nächste Haltestelle. Rathaus. Rathaus? Das soll das Rathaus sein, da rechts? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall schönere Rathäuser. So. Kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. So. Also wenn vielleicht einer von euch weiß, wie ich die weißen Straßenteile wegkriege, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wäre ich euch dankbar. Sagen wir mal so. Und denkt dran, es läuft immer noch die Abstimmung. Also in der Videobeschreibung ist immer noch das Dokument drin, wo ihr abstimmen könnt, was ihr für das 100-Minuten-Video sehen wollt. Ne? Das dürfte dann am Ende der Woche kommen. Und ja. Gut, Güterbahnhof. Nehmen wir an. Oh. So, jetzt geht die Tür auf. Sehr schönen guten Tag. Jetzt schrecken wir schon wieder bitte. Schüler, wo seid ihr? Nee, das sind Dette hier. Ah, gib mal einen Zehner, ne? Ich glaube, sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Jo, das glaube ich fast auch. Warte mal, ich komme dann noch nicht so ganz. Das sind Zehner, ne? Das passt. Also 50er, haben wir 2. Aber mal so, so und so. So, jetzt hat er was. Professionell. So, Linie 52 ist dann geradeaus. Muss man ja schnell links rüber. Nächste Haltestelle. Grefrath Hauptbahnhof. Mhm. Okay. Haben wir dann noch? Ich glaube, noch ein bisschen was, ne? Jo, ja, das ist noch ein bisschen. Okay. Fahr nach Wedau, aber dann Wedau. Okay. Dann grün. Da ist der Hauptbahnhof. Das ist aber ein schöner Hauptbahnhof. Auf jeden Fall schöner als das Rathaus. Das ist fies hier. Also das links, das ist echt gemein. Hallo. Oh, das ist ein gutes Vor. Schön. Hallo. Einmal normal, hallo. Bitte. Einmal normal, bitte. Einmal hier, einmal danke. Hier. Hallo.
Hallo. Hallo. Alle Linien, okay, gut. Ich denke, das ist richtig. So, da ist der Wertherweg. Morgen. Morgen. Sehr schön. Läuft doch wie am Schnürchen. Nächste Haltestelle. Weddauer Weg. Weddauer. Wedder, Wedder. Okay. Bordstein ist... Wo haben Sie denn fahren gelernt? Ich würde ganz gerne jetzt aussteigen. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Leck mich doch, Alter. Leck mich doch um Zuckerli. Was mache ich denn immer? Ich mache doch nichts falsch. Ich habe noch niemanden angefahren. Ich habe dein Haus halt ab. Solche undankbaren Kreaturen wie euch will ich gar nicht haben. Seid da draußen los, raus mit euch. Ich will hier keine haben. Darf ich jetzt? Danke. Arschlöcher. Nächste Haltestelle. Krämerplatz. Mit Krämerplatz? Kannst du nicht hier lesen? Krämer, okay. Ja, aber da kommen wieder ein paar Fahrgäste. Upsala. Das ist ganz schön breit. Und oh, ich bin davon so zu dumm, kann auch sein. Zack. Guten Tag. Guten Hallo. Morgen. Willkommen in der Fahrkarte. Hallo. So. Nächste Haltestelle. Regattabahn. Ich laufe wie am Schnürchen hier. Bis auf der komische von gerade eben. Ist ein bisschen zu schnell. Regattabahn. Okay. Hallo. 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 Nächste Haltestelle, Wedau Bahnhof. Scheibe ist aber hier. Kann nicht schaden. Aber der ist ganz schön schnell, der Bus. Der hat ordentlich Power. Ich hätte gerne einmal Schüler. Es war am Teilnehmer mit dem Zehner. Also ich glaube, Sie haben mir zu viel. Danke. So. Der hat leider auch wieder so einen blöden Euro-Drucker drin, das ist irgendwie so blöd, aber mei.
Ich glaube, wir kommen so langsam mit tun, oder? Ah, nur 2 Minuten haben wir. Verfrühung. Schauen wir das mal in der Folge? Ja, ich glaube schon. Hallo. Guten Morgen. So. Nächste Haltestelle. Bahnstraße. Und schon wieder zu schnell. Mann, dieser Bus, ey. So viel Power kann ich gar nicht kontrollieren. Bahnstraße. Guten Tag. Hallo. Kann er bitte Fahrkarte haben? Ich muss das doch lernen mit der Euro-Drucke und D-Mark. Halt mal an. Haben wir Zeit. In der Temperatur drin haben, stößt irgendwo. Ich glaube fast nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Das hier vielleicht durchschalten? Ne, jetzt hat die Bremse gut, passt schon. Ups. Mann, wird grün. Drecksampel. Sehr schön. Hab ich eigentlich schon die nächste Haltestelle angesagt? Ich mein Gedächtnis, ey. Wir bei der nächsten Haltestelle mal gucken. Halt uns scheinbar. Das sieht aber echt gut an. Immer stört ordentlich Power. Das ist jetzt Weiselweg. Haben wir hier Weiselweg? Guten Morgen. Nee, hab ich nicht, ne? Einmal kurz. Nächste Haltestelle, Weiselweg. Ja, gut. Einmal Kurzstrecke will er. Was ist Kurzstrecke? Kurzstrecke ist das hier. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja, hast du doch, beschwer dich nicht. Arschloch. Das ist auch schon hier. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Habt ihr? Weiß ich nicht. Wenn man wart. Aha. Hallo. 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 Guten Morgen. Guten Morgen. Nächste Haltestelle am Winkel. Hier ist mir zu früh. 1 Minute. Ja gut, das geht ja. Das geht ja komplett klar. Ist nicht Frames irgendwie auch besser? Ich glaube, es ist tatsächlich am Bus, oder? Kann das sein? Oi. Hä, was? Ich fahre eine Kurve.
undankbare Kreaturen. Sowas schimpft sich Fahrgast, ne? Okay, gehen wir gleich rein. Ja, Quatsch, die hat vorbei. Ja, du, ich mach halt. Stelle Gülsberg, U-Bahnhof. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. Bitte alle aussteigen. Wie der redet. Finde ich irgendwie cool. So. Da vorne ist das Ziel. 52. Pause hier. Okay. Nehmen wir an. Sehr schön. Alles okay, das ist sehr schön. Und einfach mal auf. Ja, genau, das war's auch. Diese kleine Aufnahmesession. Ich glaube, jetzt geht's nicht mehr weiter, oder? Ich glaube fast nein, hä? Ich gucke mal was aus. Wie schaut es aus, wenn ich jetzt Route 02 mache? Ich glaube, das stimmt sogar. Na egal. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, natürlich Däumchen nach oben. Würde mich gar nicht ganz freuen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer NSG. Ciao.